Ex-Rapidler. Er möchte mit Austria Klagenfurt noch die Qualifikation für das mittlere Playoff erreichen. Dazu ist ein Sieg im Heimspiel gegen den LASK notwendig. Die Austria beginnt sehr offensiv. Baranauskas und das 1:0 bereits in der dritten Minute. Ein guter Start für die Kärntner. Die Austria weiterhin offensiv. Ziehaus und knapp daneben. Anschließender Corner durch Gomba. Und der Deutsche Michael Künast stellt in der 26. Minute auf 2:0. Nur 5 Minuten später, Studeni noch pariert von Torhüter Dietrich Steiner, aber dann ist Zellhofer erfolgreich der Anschlusstreffer in der 29. Minute, das ist zugleich der Pausenstand. Ab der 54. Minute ist Austria Klagenfurt nur mehr mit 10 Mann auf dem Feld. Nach Baranauskas und Gomba scheidet auch Davor Hrstic verletzungsbedingt aus und dennoch gelingt den Klagenfurtern das 3:1 durch Huber. Das ist der Endstand. Austria Klagenfurt schlägt den LASK mit 3:1.